Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, ich bin gerade dabei, Sachen anzubauen. Und auch wieder zu ernten. Wieder neu anzupflanzen. So, und wir haben Bäumchen. Wir haben jetzt Planken. Süßwasser. Irgendwas klappt da gerade nicht. Ach so. Weil ich die Tasse nicht ausgerüstet hatte. Ah ja, gekommen. So, und die letzte Palme gießen wir auch noch. So, frisches Wasser. Ah, geht das von hier aus auch? Tatsächlich, cool, passt. Ich wollte auf den Grund des Meeres wieder, also zumindest ziemlich weit runter. Alter. Ich hätte gern den Parsch, danke. Und dann würde ich auch gerne essen, bitte. Danke. Und auch die Makrele. Wo ist die zweite? Hier. So, bitteschön. Blanke, blanke. So. Wir sind ein bisschen gestärkt. Ich werde auch hier noch das Gemüse raufhauen. Ein Schluck zu trinken wäre noch gut. So. Glaube ich. Und dann möchte ich gerne... ja, den Haifischköder nutzen. Zuerst aber noch Sachen wegpacken. Warte, Glas, genau, das wollte ich auch noch machen. Ah, so viel Arbeit. Die sind noch am Trocknen. Weil das Glas, ich bin gerade überlegen, ob ich warten soll, bis das Glas fertig ist. Weil dann können wir inzwischen nochmal den Sedang reinschmeißen. Ist, glaube ich, besser, weil das Glas, und ist schon soweit, brauchen wir ja für einen großen Reiniger für den da. Mir fehlen jetzt nur noch die Planken, die ich jetzt irgendwie wieder verwurstelt habe. Ja. Aber ich habe ja noch wieder welche lagern. Jetzt fällt es mir schon wieder ein. Jawohl. Hier haben wir ja genügend. Und dann können wir schon einmal den Reiniger herstellen. So. Den möchte ich jetzt gerne wirklich mal ausprobieren. Mal schauen. Aha. Der ist aber groß. Der passt da fast gar nicht hin. So seitlich, ne? Da verbaut mir hier den ganzen Platz. Da wäre schon bald besser, den hier hinzustellen, oder? Wie funktioniert der eigentlich? Wie muss der jetzt stehen? Ich glaube so, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es mal so aus, damit ich weiß, wie der stehen muss. So. Und dann versuchen wir mal unser Glück. Salzwasser. Tasse voll. Platzieren. Okay. Aha, von der Wanne zu der Wanne. Okay. Aha. Aha, und da vorne wird es quasi dann rausrennen. Das heißt, man könnte dieses Teil scheinbar auch... kann man mehr machen? Ich weiß es gerade nicht. Fühlt sich noch was? Wird mehr? Ich weiß es nicht. Man soll hier ja mehr Tassen rausbekommen. Tatsächlich, es füllt sich. Ja, da kann man schon reinschöffeln. Habe ich jetzt Wasser genommen? Tatsächlich, das wird immer voller. Ja, geilo. Dann können wir die Kleinen theoretisch zerstören. Und mehrere von denen machen. Mhm. Zumindest können wir die jetzt für unseren privaten Gebrauch sonst auch verwenden. Braucht der jetzt gar keine Planken? Der braucht keine Planken? Euer letztes Stündlein hat soeben geschlagen. So, das machen wir gleich mal weg. Entfernen kann ich das nicht zerstören. Wahrscheinlich mit der Axt, ne? Oder auch nicht. Wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht wegschmeißen, das könnte eher sein. Also aufsammeln und wegschmeißen. Yeah! Haifisch erledigt. So. Na, du Arschloch. So, jetzt können wir auch schwimmen gehen. Ich muss nur noch schauen, dass wir hier ganz fix und schnell noch hier schnell tauschen. Jetzt haben wir wieder voll im Stress. Den kann ich schon mal auf den Grill hauen. So,
So, das können wir schon mal essen. Weil jetzt brauchen wir viel Energie. Jetzt haben wir Zeit. Den Haifisch, bla bla. So, das fressen wir auch noch weg. Und das fressen wir auch noch weg. So. Jetzt haben wir mehr als wie voll. Noch so einen zweiten Haken wäre nicht schlecht. Alter, voll im Stress jetzt. Oh weh. So, und jetzt probieren wir unser Glück. So, ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach hier mal alles mit. Dann weiß, wissen wir, dass wir hier schon waren und gut ist. So. Komm, mach. So. Da ist er, sinkt er zum Grund des Meeres. Unser Herr Haifisch. So, Luft geholt, passt. Ich schaue mich hier auch mal so ein bisschen am Rande um. Da geht's halt echt tief runter, ne? Da schau mal. Was haben wir denn da? So, mehr als zwei gehen nicht, oder drei, ha? Huh? Der vierte könnte schon zu viel sein. Ich muss mal kurz hoch. Ah, in der Nähe, wo unser Anker ist, da finden wir unsere Schätze. Okay. Da haben wir jetzt ein bisschen Metall. Ja, das war jetzt mehr als knapp. So, warten, warten, jetzt. Das ist so finster hier unten, ne? Da wäre so eine Unterwasserlampe, wäre cool. Aber da sehe ich ganz viel Erz, wow. Ganz viel Erz, nur für uns. Nur für uns. Das dürften Küpferchen sein. Ja, und dann mal wieder Eisen. Also Metall. Das ist wieder ein Kupferding. Aber das, boah, das könnte jetzt knapp werden. Und schnell hoch. Ganz schnell hoch. Also die Flossen bauen wir uns jetzt fix als nächstes. Ich hoffe, ich ersaufe jetzt nicht. Das wird jetzt echt übel. Könnte jetzt aber echt zu knapp sein. Wow, Glück gehabt. So, mal schnell raus hier. So. So. Planken. So. Was ist mit dir, Viech? Schuh. Schleich dich. So, das hier braucht auch Wasser. Okay. So. So. Einmal so. So. Und jetzt müssen wir wieder runter. So. So, sind wir jetzt zu weit, aber ich glaube, das passt schon, ne? Noch ein Stückchen runter. Da. Und hoch. Immer wieder auf und nieder. Tralala, tralala, tralala. Yeah. So. Hui. Und nochmal. Da war noch ein Erz, das holen wir uns. Ich hoffe, dass der Haifisch nicht inzwischen jetzt wieder kommen tut. Das wäre nicht so schön. Da ist es. So, den nehmen wir auch noch mit. Und das auch noch von mir aus. Und dann hauen wir wieder ab. So. So, nichts wie hoch. Look, 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 look. So. Und hüpf. Sehr gut. So. Wie schauen wir hier aus? Sehr gut. So, ich möchte gerne bauen. Für uns. Eine Sauerstoffgeschichte. Duck, 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 duck. Sauerstoffgeschichte mit Seil. Dadurch kurz den Köder weg und bau mal das hier. So. Kann ich das jetzt anziehen? Tatsächlich. Jetzt müssen wir zusätzlich Sauerstoff haben und was ich noch gern hätte, wäre hier die Flosse. Waren da jetzt gerade zwei? Das ist aber nicht nett. So. Dann möchte ich gerne was lagern. Und zwar auf jeden Fall mal den Kupfer. Unser Metall.
Ton werden wir gleich einen nassen Ziegel herstellen. So. Den können wir gleich wieder. Können wir gleich tauschen. So. Da haben wir wieder Glipper fertig. So. Dann die Seebrasse. Achso, die wollte ich machen für den Haifischköder, ne? Der Haifisch ist jetzt wieder da, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Das heißt, wir werden unseren... Wo ist er denn jetzt? Habe ich den jetzt da reingepackt, unabsichtlich? Ja. Wir werden ihn jetzt wieder weglocken. Halt, das gehört... Nein. So ist fein. So. So. Den tun wir wieder ablenken hier. Dann nehmen wir uns hier mal ein Tässchen. So. Ich würde sagen, noch eins. Und dann können wir schon wieder nachschütten, ne? Eine Tasse und zwei Tassen. Das ist echt cool. Ah, mehr hat eh nicht Platz. Ich wollte es mal testen, ob mehr Platz hätte. Aber nein. Okay. So. Jetzt wären halt, wie gesagt, die Flossen wären noch cool. Kunststoff, wer hätte das gedacht? Und noch ein bisschen Glipper, das wir brauchen. Ich glaube, auf das möchte ich noch gerne warten. Oh. Ach so. Nein. Vielleicht ist Warten doof. Ich schaue, was wir hier haben. Steine, glaube ich, und Schrott. Können wir auch mitnehmen. Dann war der Köder nicht umsonst. So. Ja, das mit Sauerstoff merkt man, ne? Dass das recht gut klappt. Es wären halt nur noch die Flossen nicht schlecht. Na, irgendwie. Na, Herrschaftszeiten, ich will hier rauf. Danke. Aha. Ah, der ist noch in Arbeit hier, ne? Was wollte ich denn jetzt? Aha, Planken gehen uns jetzt auch aus. Ach ja, hier hinten der Glipper, ne? Aber ich glaube, wir können weiter segeln. Glaube ich. Wir haben hier eh recht viel Seetang und so weiter. Ich glaube, wir segeln mal weiter. Kann ich schon einen neuen herstellen? Planken fehlen zwei, aber das kriegen wir schon noch hin. Jo. Dann würde ich sagen, wir gießen hier mal die Sachen. So, hier. So. Gut und schön. So, dann würde ich sagen, wir setzen hier die Rüben an und gießen die guten auch gleich. Und dann können wir ja mal... immer nehme ich das falsche Werkzeug. Dann können wir auch mal die hier weghauen vielleicht. Und nochmal, oder hier. Hier nochmal den dahin bauen, ne? Oder wir drehen den ein bisschen, dass er nach oben steht. Dann hätten wir keinen Platz zum Laufen. Dann können wir mittig stellen und hier einen zweiten. Das können wir machen. Dann können wir hier das besser bewässern, glaube ich. Ich meine, so gesehen, die sind eh nicht im Weg. Die können wir eh lassen als Reserve, ne? Für uns auch. Zum Trinken. Ist ja egal. So. Die werden schon wieder fertig zum Ernten. Für bessere Planken und so. Genau. Die Schmelze brauchen wir wieder. So, da ist sie. Und den nächsten gleich rein. Haben wir jetzt schon genügend dann? Ja, nach dem müssen wir genügend haben. Aber ich glaube, mir fehlt dann Seetang.
Na, es geht sich aus. Kunststoff da noch. Wer hätte das gedacht, dass wir nochmal Kunststoff brauchen? So, habe ich irgendwo Kunststoff schon lagernd? So, der nächste Hai. So. Einmal reparieren, bitte. Ah, ich habe nichts. Aber jetzt. Blanke? Hallo? Da hätten wir welche. Sehr gut. Das ist genug. Oh, geh weg. So. Das ist anstrengend. So, war das jetzt? Irgendwo. Oder? Hä? War das jetzt hier, nicht hier irgendwo zum Reparieren? Oder ist es doch ausgegangen? Vielleicht bin ich jetzt auch nur doof. Ah, hier. So. So, so und so. So. Das Ganze eitert in Arbeit aus. Mir gefällt das sogar ein bisschen so mit dem Drumherum, so mit vereinzelt Wände und so. Das hat irgendwie einen eigenen Stil. Finde ich. Aber vielleicht hätte ich daraus eher sollen was anderes machen. Also Fenstern oder so. Aber ich glaube, das geht schon. Möwe. Ich glaube, ich brauche eine neue Vogelscheuche. So. War die nicht hier irgendwo? Ich glaube so. Passt. So. Mal das Essen da hier fertig kochen. Und dann würde ich mal meinen, dass wieder Fischen auf dem Plan steht, ne? Die lustigste Arbeit. Weil hungrig sind wir auch schon wieder Vollgas. Würde ich sagen, kann man mal machen. Gut. Genau. Wie schaut es hier aus? Da gehört eine Planke rein. Am besten noch eine zweite. So. Immer schön her mit den Planken. Da brauchen wir ganz viele. So. Okay. Dann würde ich sagen, wie schauen wir platztechnisch aus? Nicht so schlecht. Ah, sehr gut. Da können wir jetzt die Flossen bauen. Tada! Und ausrüsten. Super! Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen trotzdem weiter mit dem Clipper. Mal ein bisschen noch, denn die drei verbrauchen wir noch, glaube ich. So, den Tonziegel nehmen wir mit. Getrocknete Ziegel. Ach ja, Kupfer- und Metallbahn hätten wir auch einen Haufen. Zum Verarbeiten. Da werde ich aber, glaube ich, jetzt nur ein Stück mal mitnehmen. Jo. Aus dem Sand können wir dann noch Glas machen. Ist, glaube ich, so okay. So, dann gehen wir mal Fischi. Fischi, Fisch. So. Hä? Schwimmt einfach durch unser Floß durch. Der traut sich was. So, ein Fischi. Das Coole beim Fischen ist, dass man nebenbei Sachen einsammeln kann.
Makrele, zwei Stück. Ich schau mal aus mit dem Ofen. Ja. Da geht schon wieder was. Und Blanken, ja. Und Fischi. Zack. La, la, la. La, 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 la. So. Ja. Na, nicht schon wieder. Und der Speer geht kaputt. Aber vielleicht kann man wenigstens einmal oder zweimal treffen. Ja, passt. Wenigstens zweimal getroffen. Na, so. Ist schon besser als nichts. So, ich bräuchte mal so einen Speer. Bolzen und Metallbahn. Fehlen noch Blanken. Eine Blanke. Aber jetzt müssten wir genügend haben, glaube ich. Einen Holzspeer. So. Sehr gut. Und die Schmelze. So. Und Fischi Fisch. So. Fischi Fisch. Da ist er. Haben wir jetzt schon mal Heringe? Makrelen. Wels. Nö. Was brauche ich jetzt für den Spitzengrill? Metallbahn und Nägel. Das ist machbar. Als nächstes können wir schon die Metallbahn machen, wenn das geschmolzen ist. Dann passt das. So. Nur Makrelen, aber keine Heringe. Dabei möchte ich gerne ein paar Fischköder bauen, also Haiköder bauen. Komm, Fischi. Braves Fischi. Ja, Hering, super. Ba, 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 ba. So, Haiköder herstellen. So, ich brauche jetzt eine Metallbahn. So, Schmelze, Schmelz. Dann hole ich mir gleich den nächsten. Die nächsten, so. An Haiköder tun wir schon mal weg. Ich würde sagen, den Sand tue ich da mal weg. Den Glipper tue ich da mal weg. Steine, haben wir hier was Platz? Nö. Brauchst du gar nicht glauben, dass da Platz wäre. Durstig sind wir auch und hungrig. Wir haben alle Zustände. Es ist so cool mit dem Reiniger hier. Dann können wir die kleinen Reiniger wirklich woanders hinstellen. So quasi als Notdurstlöscher. So. Platz haben wir, das ist gut. Die Makrelen gleich rauspacken. So, nom nom nom. Und wo haben wir das zweite? Da. Nom nom nom. Sehr gut. So. So. Dann versuchen wir gleich weiter unser Glück. So. Mann. Schuh. So. Die Leiter ist auch schön. Die Treppe meine ich, die Stiege. So, Leiter. Ich brauche eine Leiter. Wie schauen wir hier aus? So, Fisch kurz warten. So, und das Metall richten und Metall platzieren. So ist gut. Und geht schon. Hui. So kann man mehrere Dinge gleichzeitig tun, dann ist es nicht so langweilig für euch. Dam, dam, dam.
So. Oh. Roher Hering. Nein! Geh weg da. Ich brauche den Hering. So, passt. Alles andere ist mir gleich. Haiköder. Gut, wir haben ein bisschen Fischi. Wir haben soweit so gut alles fertig. Jetzt fehlt mir nur der Topf und der große Grill. Das sind so Dinge, die hätte ich jetzt dann gern gleich mal. Ganz ehrlich. Wie schauen wir hier aus? Wir haben hier einen Bahren, zwei Bahren. Dann brauchen wir noch Nägel. Und wir können den schon mal herstellen. Für den Topf brauchen wir... Ui, Klipper. Da habe ich nur mal ein... Oh je. Drei Klipper, mir fehlt Seetang. Haha. Super. Aber naja. Dann versuche ich mal den großen Grill. Okay, der ist echt groß. Wo ist er denn? Du schieres Viech. So. Drei. Vier. So, weg ist er. So, einmal reparieren. Die Möwe verscheuchen. Die ist weg. Schuh. So, der Grill. Ich würde sagen, die entferne ich jetzt mal. Alle beide. Und stelle mir den großen dahin. Sofern er irgendwie Platz hat. Momentele, das ist wieder Millimeterarbeit. So. Der einfache Grill hätte vielleicht noch hier Platz als Reserve. Und den Grill. Können wir theoretisch noch hier hin platzieren. So. Okay, der braucht natürlich noch Planken. Der kann gleich drei Rüben auf einmal machen. Mhm. Das ist sehr gut. Das ist hervorragend. Das ist ganz, ganz großartig. So. Wir haben hier wieder dichtesten Nebel. Ich sehe überhaupt nichts mehr wieder mal. So, wie viele Planken haben wir noch? Ein bisschen. Ich möchte wieder ein bisschen Planke... Ein bisschen Planke auf Reserve legen. Für den Fall, dass ich wieder ungünstigst verunfalle. So. Sehr, sehr gut. Der Topf, wie gesagt, ist halt momentan Wunschdenken. Aber ich glaube, den werden wir schon noch irgendwann zusammenbringen. So, das können wir auch so her tun. Jo. Die Fischis, die wir nicht brauchen, kommen wieder hier rein. Das wäre der hier. Makrele und Buntbarsch, die müssten wir normalerweise kochen können, problemlos. So. Dann bewässern wir das Ganze. Hä? Jetzt so. Mir fehlen schon wieder Planken, soll das heißen? Ja, natürlich. Ich habe sie ja gerade reingelegt. Ah, da haben wir eh wieder genug. Mehr als genug. So. Upsala. So, da können wir gleich die Planken reinlegen. So. Prost. Und die nächste Portion Salzwasser. So, auch hier können wir gleich mal ein bisschen trinken. Und dann können wir auch gleich nachschütten. Na? Geht schon? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Salzwasser. Jetzt. Und nochmal. Gut. So. Gut.
Ach ja, hier können wir als Reserve auch noch was hingeben zum Braten. Eins, zwei, hoppala. Ist ja wurscht. Braten wir halt das noch mit an. Das ist schon Kamott. Da kriegen wir jetzt ordentlich was an Gemüse zusammen. Ich wollte jetzt nämlich da noch einen großen Fisch dann probieren. Sobald das Gemüse fertig ist. Und was mache ich jetzt mit die Planken? Da tue ich sie hin. Fertig. So. Ah ja, die Schmelze. Genau. Die Schmelze. Unsere Schmelze. La la la. Kunststoff, alles voll. So muss das ausschauen. Okay. Stimmt, die leere Flasche können wir dann irgendwann gegen die Tasse ersetzen. Und dann können wir mehr Wasser hier aufnehmen, speichern und dann wahrscheinlich auf einmal saufen. Wofür der Eimer ist, habe ich nach wie vor keinen Schimmer. Ich hoffe, das wird sich irgendwann mal herauskristallisieren. So, einsammeln. Dann können wir hier das mal voll machen. Jo. Den Metallbahn tun wir hier rein. Ja, ich glaube, das passt. Schönes, leckeres Gemüse. Kartoffel, würde ich sagen. So, mit Blanke. So. Und dann haben wir hier. Jetzt muss ich aufpassen. Probieren wir mal. Ja! Großes Fischi-Brati-Brat. Sehr gut. Ups. Ich glaube, ich sollte mal was essen. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Sehr gut. Und die Makrele noch oben drauf. Sehr gut. So. Da hätten wir auch noch ein paar Rüben. So, da setzen wir auch noch eine an. Und dann kann man sie auch schon wieder gießen. So. So. Und so. Tralala. So, perfekt. Gut. Das klappt ja schon mal. Kann ein paar Blank noch nachlegen. Hier auch. So. Ich glaube, unsere Essensversorgung ist mal gesichert. Wir werden so schnell, glaube ich, nicht verhungern. So. Blanken, natürlich, die schmeißen wir nicht weg. Bist du des Wahnsinns? So. Da können wir schon wieder den nächsten Metallbahn rausnehmen. Und gleich den nächsten schmelzen. Den lagern wir hier wieder. Und so geht es weiter. Ja, für den Topf könnten wir ja theoretisch schon einmal einen Bolzen herstellen. Den bunkern wir natürlich auch wieder hier. Dann hält man die Metallbahn dann gleich, wenn der eine fertig ist, und brauchen wir nur noch einen Clipper. Den wir dann hoffentlich beim nächsten Inselbesuch, falls wir noch einmal eine finden, eine Insel, dass wir dort dann den Seedang wieder mitnehmen. Und dann passt das. Na gut, ich wende mal den Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!